Roomtour 1, mein Zimmer im YouTube-Haus und ist vom 16.11.2014, Junge. Da waren die meisten von euch gar nicht mal geboren. Ja, okay, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber es ist schon ein ziemlich altes Video, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal einfach ganz kurz ein Video an aus dem YouTube-Haus, Leute. Ja? Ich hab einfach mal Bock zu gucken, was ich damals für ein Mensch gewesen bin und wie belastend diese Zeit eigentlich gewesen ist. Leute, wisst ihr, was das YouTube-Haus mit meinem Gehirn gemacht hat, Alter? Das ist kaputt. Mein Gehirn ist legit komplett zerstört. Seitdem ich da bin, bin ich wirklich der größte Spacken auf ganz YouTube. Das YouTube-Haus hat meine Seele genommen, Alter. Seele genommen an der Stelle hier, ja? Auf geht's, Digga. Demnächst mal ein bisschen was auf... Aua. Aua. Ja, gut. Kann man so Videos einfach auch löschen oder nicht? Ich glaube, für das Intro habe ich tatsächlich eine Menge Copyright-Strikes bekommen, Alter. Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der angekündigten Roomtour, wo ich eben zu gefragt habe. Ich setze mich mal ganz kurz, denn wir sind ja nicht hier irgendwo. Wir sind nämlich jetzt im YouTube-Haus. Ich habe nämlich jetzt hier quasi mein Zimmer bezogen. Der gute Paluten nimmt gerade nebenan auf und... Körperhaltung an der Stelle. Anflieg, Alter. Ja, ich bin quasi vor einer halben Stunde eingezogen. Das heißt, ich kann euch jetzt quasi ganz frische Bilder zeigen aus meinem Zimmer. Ich schwöre, wenn ich schon wieder diese Legria-Optik sehe, Alter, mir wird schlecht. Wirklich, diese Legria, Leute, war die schmierigste und ekelhafteste Kamera der Welt. Und ich schäme mich dafür, wie ich damals ausgesehen habe. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, ich sehe deutlich besser aus, aber ich bin schon hübsch geworden, so. Es ist noch ein bisschen chaotisch, aber es ist eigentlich auch aufgeräumter als sonst. Deshalb dachte ich mir, nimmst jetzt schon mal die Zeit an meine Haare. Die sitzen wieder gar nicht hier. Und jetzt so ein bisschen rumschwuchteln. Junge, wie sah ich damals aus? Warum sage ich rumschwuchteln? Was stimmt mit mir nicht, Alter? Ich bin eine richtige Missgestalt, einfach richtiger Lauch. Dachte ich mir, zeig's einfach mal, was hier so abgeht in meinem neuen Zimmer. Und ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu meiner Roomtour, meine Freunde. Wir fangen einfach mal hier vorne an. Man sieht hier auch ganz klar, hier vorne kann man es ganz genau erkennen, meine Freunde. Das ist der 26er Bizeps, den ich da tatsächlich rocke. Ich kann auch ehrlich sagen, durch die Lauchtransformation ist mein Bizeps mittlerweile auf 36 angeschwollen. Also da ist auf jeden Fall einiges hat sich getan. Wie alt war ich da? Das war 2014. Ich war damals schon 22, aber sah aus wie ein 14-Jähriger. Wieso bin ich auf einmal so alt geworden, Alter? Ich sehe jetzt aus wie ein 40-Jähriger. Junge, was ist los? Verfickter Stress, Alter. Scheiß Burnout, Mann. Ich filme natürlich nicht nach draußen, denn quasi genau da, wo ich jetzt hinzeige, und jetzt muss mein Finger sehen, da, genau hinter der Kamera, ist nämlich das Fenster. Ich habe noch keine Vorhänge, weil wenn ich natürlich jetzt rausfilme, ich mache mal das Fenster zu, weil es ein bisschen laut hier ist, dann habe ich natürlich... Im Hintergrund schön noch Game of Thrones gerockt, erste Season, Alter. Junge, ich sah aus wie ein richtiger Kevin. Ich sah ich sah so schrecklich aus, Alter. Ich schwöre es euch, Leute. Am liebsten würde ich die komplette Memory, dass diese Zeit überhaupt existiert hat, erasen. Also wirklich das Internet nehmen und wegschmeißen für den Zeitraum. Wisst ihr, was ich meine? So à la Axel Voss, weg da mit. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und das Zimmer, Digga, katastrophal. Katastrophal eingerichtet, Alter. Wie konnte ich so... Guckt euch das mal an. Da ist so ein billiger Fernseher, so ein Schrank. Ich hatte für diesen verkackten Schrank, Leute, hatte ich nie eine gottverdammte Tür. Könnt ihr euch das vorstellen, Alter? Die Stimme hat sich nicht verändert. Ja, ich würde schon sagen, dass meine Stimme auf jeden Fall richtig besser ist. Publikumsinteraktion ist da, aber sowas von, Alter. Natürlich folgendes Problem, man sieht einfach, wo wir sind in Köln, so ungefähr. Also man kann es halt nicht direkt zuordnen. Aber man sieht eventuell das Nachbarhaus und ihr wisst ja, Privatsphäre hin und her. Das muss natürlich nicht sein. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier vorne an. Ihr seht hier schon quasi meinen Schreibtisch aufgebaut. Im Moment noch mit einer Softbox und dem altbewährten Bildschirm, den ich hier habe, mit ein bisschen Kabelscheiß. Ich snack. Seht ihr das, Leute? Ich hatte einen Bildschirm. Seht ihr das? Ich hatte einen Bildschirm. Soll ich euch jetzt mal, ohne flexen zu wollen, okay? Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie mein jetziges Setup aussieht. Und ich will jetzt auch hier gar nicht großartig rumflexen. Moment. Ey, ist alles mega professionell hier. Wieso geht denn das jetzt nicht? So eine Scheiße. Ja, ist ja auch egal. Ich wollte halt nur kurz sagen, Leute, dass ich jetzt halt deutlich mehr Bildschirm habe. Jetzt ein ziemlich krasser Motherfucker geworden bin, was das angeht, Alter, ja? Also, ist ja auch egal. Ist ja auch egal jetzt. Ich hab jetzt halt 4 Bildschirme. Ja, und schreibt nicht, der so viel kostet wie ein Kleinwagen. No Flex an der Stelle, ja? Ich hab mir gerade noch ein bisschen WLAN von Tadl und Adi. Ich glaube, die wissen das gar nicht, die dummen Köpfe. Kann mich einfach irgendwie umbringen, Alter? Ja, alles noch ein bisschen sehr chaotisch. Hier der Kalender von, was ist das nochmal? One Piece. Kann ich nur empfehlen, die Sachen.
Ja, da war es schon immer der Tortel gewesen, der gratis Shoutouts für Marken gegeben hat, die mir einmal ein Stück Kleidungsstück zugeschickt haben. Muss los an der Stelle, maximal clever von mir. Dafür warst du damals humble. Digga, ich bin immer noch so down to earth, Alter. Wenn ich jetzt einen von euch in der Innenstadt treffe, schwör, Döner geht auf meinen Nacken, doppelt und dreifach. Amena. Die Jumpsuits sind übrigens davon. Diverse Getränke, ja. Schon damals gesund ernährt, Fanta, Wasser und hohes C. Alles sehr gesunde Getränke. Hier noch irgendwelche Tabletten aus Amerika. Ja, damals schon Magenprobleme gehabt, tatsächlich bis heute nicht geklärt. Irgendwie, ich glaube, es wäre an der Zeit, dass mir mal so ein Arzt so einen richtig fetten Schlauch in den Maul steckt, um zu gucken, ob ich da irgendwie untenrum, vielleicht habe ich irgendwie ein Gnom oder sowas in meinem Magen wohnen, ich weiß es ja nicht. Gegen meinen Magenschmerzen genommen habe. Das hier ist mein Schrank, das ist ziemlich geil, weil ich habe nämlich keine Schranktüren, die habe ich einfach vergessen. Ich habe die nicht gekauft oder so, keine Ahnung. Ja, keine Schranktüren, alles klar. Ja, hier sind dann so Socken und Unterhosen und sowas drin. Na, habt ihr es nicht gesehen, dann haben wir hier nur drin. Socken und Unterhosen. Ich mach die Schublade auf, eine Badehose da drin. Ihr müsst wissen, meine Freunde, ich habe damals nie eine Badewanne, niemals eine Unterhose getragen, sondern immer eine Badehose, mehr hatte ich nicht. Also ich bin mit einer Badehose, habe ich 6 Jahre überlebt. Das hat meine Mutter eben eingeräumt, Jogginghose und hier ist auch, glaube ich, der Jumpsuit, da ist er, da ist das gute Ding, ja. Gerade Shoutout an der Stelle, danke dafür. Dann haben wir hier noch ganz viel anderen Krempel. Wir haben ganz viel Stuff hier drin und dann seht ihr hier mein Bildschirm hier schon mit YouTube geöffnet. Hier mein Drucker. Wen juckt das? 9 Cutter habe ich noch nicht. Wartet ab. Da kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Bildschirm hin. Hier mein PC und alles andere. Hier der Mülleimer. Ganz interessant. Auch nochmal wichtig, dass ich den aufgemacht habe, um zu zeigen, es ist wirklich ein Mülleimer und der funktioniert. Ich bin jetzt innerhalb von 2 Minuten in dem Zimmer tatsächlich jetzt schon durch und ich frage mich, wie habe ich es geschafft, aus dem Video ein 7-Minuten-Video zu machen? Keine Ahnung, Alter. Krempel, Digga. Krempel ist nicht mal ein Wort. Wieso habe ich damals keinen Merch davon gemacht, von Krempel, Digga? Was ist los? Junge. Also, das ist einfach nur peinlich. Nicht ganz frisch neulich hier mein Bürostuhl. Alles nicht unspektakulär. Krasser Schnitt auch, den ich ganz frisch und dann kommt plötzlich mein Bürostuhl. Ja, interessant. Eine Lampe. Aha. Xbox-Controller. Ja, und die Leute, die, die sich da jetzt fragen, Revi, wieso hast du denn da 2 Bettwäschen? Ich sag mal so, Leute, das YouTube-Haus, das war das YouTube-Zieh-Dich-Aus-Haus. Ich halt mein Maul. Und dann haben wir hier nochmal einen Nachttisch mit allem, was man zum Einschlafen braucht. Jägermeister, Flynn, eine Flasche Bier und Alkohol. Ich habe ein ziemliches Alkoholproblem, wie vielleicht, habe ich natürlich nicht. Also, ich hatte wirklich kein Alkoholproblem, Leute, tatsächlich nicht. Also, der Nachttisch aller, ja, ich hatte kein Alkoholproblem damals. Ich weiß, Mental Depression ist genau das, Alter, kickt gerade rein. Ich tatsächlich, also, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich weiß halt nicht genau, warum ich damals tatsächlich so Wodka und sowas neben dem Schreibtisch hatte. Ich sag mal so, Leute, das hat mir geholfen. Das hier ist ehrlich, Leute, das ist das Beste, was man haben kann, ne? Diese Dinger hier, ja, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn schlechthin, weil das ist nämlich Plastik, aber... Habe ich damals meine Zuschauer alle für geistig behindert gehalten? Also habt ihr noch nie eine gottverdammte Plastikpflanze in ihrem Leben also, tut mir leid, Alter, treffen sich ein Jäger und eine Maschmaschine im Wald, ganz genau, Digga. Sieht aus wie echt. Ihr seht schon, es ist auf jeden Fall ordentlich Platz hier drin, hier kommen noch richtig viele Sachen hin, hier sind noch so ein paar kleine Mängel, wie zum Beispiel hier diese Tapete und sowas. Kurzer Spoiler, es kamen nicht mehr sehr viele Sachen in das Zimmer ist immer so scheiße geblieben. Das wird alles noch behoben, das wird auf jeden Fall alles noch behoben, wir sind ja noch lange nicht fertig. Ja, das ist quasi so fürs Grobe mein Zimmer. Ich würde sagen, wenn ihr Bock auf den zweiten Teil habt, weil es ist natürlich noch nicht alles, ich bin... Was für zweiten Teil, Junge? Was für zweiten Teil, Alter? Was ist denn? Was ist, Digga? Ich bin ja noch nicht komplett eingezogen. Punblade, Junge. Viele Sachen ändern, ich möchte mir so... Revi, wie lange ging deine Pubertät? Die ist jetzt noch nicht mal durch, Digga. Alter, ja, Junge, hast halt Asperger, aber bist sympathisch. Aber Asperger-Menschen sind sehr intelligent, das muss man mir lassen. Was soll ich sagen? Ja, meine Pubertät, die ging tatsächlich bis letzte Woche. Ja, bis letzte Woche. Letzte Woche hatte ich meinen ersten Samenguss und ich bin sehr stolz drauf. LED, Neonröhren, vielleicht unter die Decke machen und so. Ach, Skonk, Digga, halt am Maul. Hier nochmal quasi so ins Zimmer hinein. Ne, auf jeden Fall echt sehr, sehr schön alles hier. Werde das Zimmer auf jeden Fall nochmal zeigen. Denn ich möchte halt einfach, vielleicht können wir so gemeinsam so ein bisschen den Verlauf dieses Zimmers machen. Und ja, alles in allem
Finde ich auf jeden Fall schon richtig, richtig schön hier. Die ganze Wohnung werden wir vielleicht nicht zeigen. Keine Ahnung, ob wir das tun werden. Ich schwöre, ich habe jetzt noch da 5 Minuten rumgelabert. Was für eine unangenehme Persönlichkeit war ich damals. Muss man ganz ehrlich sagen, heute bin ich doppelt so schlimm. Denn so ein bisschen Privatsphäre müssen wir halt schon haben. Aber ich kann euch auf jeden Fall später schon mal eine Sache erzählen. Wir haben eine Topfpflanze gekauft. Die heißt nämlich Tobias. Und diese Topfpflanze, ja, das ist unser kleines Experiment. Wenn ihr wollt, dass wir mal ein bisschen mit Tobias reden und vielleicht auch gucken, dass Tobias eventuell überlebt, könnt ihr mal einen Daumen hoch da lassen. Größte Cringe-Geschichte meines Lebens. Ich bin wirklich hingegangen in Ikea und habe tatsächlich, jetzt hört mal auf, Alter, mit meinem Stimmbuch. Meine Stimme ist ziemlich dunkel, Alter, ja? Also jedenfalls habe ich mir eine Topfpflanze mit Palunen gekauft, die haben wir Tobias genannt. Und wir Spacken haben der sogar eine, wir haben der eine Facebook-Page gemacht. Eine Facebook-Page, so ein Ding war das. 2014 hat man Facebook-Pages gemacht, ja. So, und wir haben damals dieser Topfpflanze eine Facebook-Page gemacht. Und die Facebook-Page existiert, glaube ich, heute noch. Ich kann mal ganz kurz gucken, meine Freunde. Ist die Facebook-Page von Tobias Topfpflanze. Ich will mich jetzt hier nicht anmelden müssen, Alter. Was ist... Junge, das ist ja wirklich belastend. Also hier steht auf jeden Fall einmal noch hier... das hier ist... Also ich habe eine Facebook-Page gemacht, Leute, weil ich dachte, es wäre witzig, eine Facebook-Page zu haben für Tobias Topfpflanze. Also hier. Wir haben hier einmal das Bild... Gemaltes Familienbild, ein hübscher Typ, ja. Dann haben wir hier einmal Tobias Topfpflanze, hat er Profilbild aktualisiert. Ich sag mal so, Leute, diese Topfpflanze ist innerhalb von 3 Tagen gestorben. Die ist von 3 Tagen gestorben, weil es eine billige Ikea-Pflanze mit irgendwelchen Pilzen ist. Und ich weiß bis heute nicht, was Paluten damit gemacht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sie gefickt hat. So, das ist Tobias Topfpflanze hier. Ihr müsst euch mal vorstellen, damals haben 279 Leute haben eine scheiß Pflanze geliked, Alter. Was ist denn mit mir, Junge? Ey, Leute, können wir einmal ganz kurz ein F haben für diese Pflanze, Mann? Wirklich, Leute, sie ist tot und es tut mir weh. Können wir bitte einmal ganz kurz ein F haben für diese Pflanze, Leute? Sie ist tot, Mann, sie ist tot. Tobias, es war eine schöne Zeit mit dir. Also, hier steht nochmal, was ist nur los mit mir? Ja, F in den Chat, Alter. PogChamp, let's go. Ja, da steht hier nochmal, habe Schmerzen, fast 1000 Likes, krass, betet für mich. Ich vermisse euch, ob ich nochmal bei einem Video dabei sein sollte. Junge, das war eine Topfpflanze. Was habe ich mir damals ausgemalt, dass das unterhaltsam ist? Leute, wisst ihr, was unterhaltsam ist? Nicht eine Topfpflanze, eine riesige goldene Banane. Das ist unterhaltsam, Leute. Das ist Comedy. Aber doch nicht eine Topfpflanze, Junge. Ich bitte dich, ja? Übrigens, goldene Banane ist ein Preis, den ich... Ist ja auch egal, den habe ich gewonnen. Lass uns jetzt nicht drüber reden, okay? Also, ich würde sagen... So viel zu Tobias Topfpflanze. Ja, sehr spontan aufgenommen, dieses Video, eben auf Twitter gefragt und unheimlich requested worden. Ich bin ausgerastet als shit. War schon ziemlich, ziemlich heftig. Ich fand's cool auf jeden Fall. Wie gesagt, meine Gaming-Ecke ist noch nicht ganz fertig. Da werde ich auf jeden Fall noch einiges dran ändern, meine Freunde. Denn das sieht noch ziemlich spartanisch, standardmäßig aus. Die zweite Softbox fehlt noch und der zweite Bildschirm und. Also es muss auf jeden Fall noch viel passieren. Stabile Oberarme. Danke, Bruder, danke. Ich war damals oft am Wichsen. Hier. Gaming-Ecke in Anführungsstrichen aber nur. Eine maximale Ekels-Ecke einfach nur. Maximal eklig und peinlich. Kann ihr merken schon, es ist ziemlich hell. 30 Euro, Alter. Da muss ich auf jeden Fall auch noch was dran ändern, denn das Thema muss einfach ein bisschen vollgestellt werden. 100 Euro für die Seite, stark. Da muss ich auf jeden Fall noch was dran ändern, denn man hört das natürlich auch auf Aufnahmen. Das möchte ich eigentlich verhindern. Und hier steht noch mein Laptop quasi rum. Ein Teppich habe ich hier. Und... Da vorne quasi meine Xbox mit den ganzen Spielen und der Elgato. Soll ich euch mal was sagen? Diese Game of Thrones Staffel, die da im Hintergrund läuft, die habe ich geklaut, die habe ich tatsächlich gestohlen von einem Freund und der sucht die bis heute. Der Trottel wird die niemals wiedersehen. Ich werde auf jeden Fall auch demnächst mal ein bisschen was auf... Aua. Scheiße. Aua. Ich werde auf jeden Fall demnächst ein bisschen was auf der Xbox aufnehmen, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Ich habe niemals auf der Xbox irgendwas aufgenommen. Ich habe immer nur gesagt, ja, ich mache das und ich mache eine Longboard-Tour und ich mache meinen Pilotenschein und ich werde auch keine Leute mehr im Club besoffen anlabern. Ja. Ich habe in meinem Leben nichts gerissen, Leute. Nehmt euch ein Beispiel, Alter. Ich möchte das Video jetzt eigentlich nicht unnötig in Länge ziehen, denn ich habe noch gar nicht so viel zu zeigen. Aber ich boah, ist das peinlich, Digga. Hör auf zu labern, Junge, das Video ist vorbei. Und ich werde mich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich wohlfühlen. Oh, Digga. Ich gehe jetzt noch einmal rüber zur Gaming-Ecke, quasi zur PC-Station, ja. Was für Gaming-Ecke? Das ist ein Scheißhaufen, du Opfer. Haben auch viele Leute gefragt, wie es aussieht. Ganz wichtig. Zimmerschlüssel, meine Freunde. Ja, damit ich in Ruhe wichsen kann, Alter. Damit Palut mich nicht stört, Junge, oder irgendwie weirderweise mitmacht. Denn wenn ich mal masturbiere, muss abgeschlossen werden. Das ist unsere Faustregel. Wenn ihr mich mal wollt, dass ich hier quasi so ein bisschen interaktiven Schissel mache mit euch, so zu sagen, hey, zeig doch mal deinen Computer,
Dann können wir es auf jeden Fall machen. Ihr seht schon hier, 3100 Favoriten und so weiß ich was. Das ist Wahnsinn, wie die Leute hier auch abgegangen sind drauf. Toll, Wahnsinn, super, Antworten. Ja. Ich feiere das unnormal. Ja, Likes, Likes, Likes. Ich mag Likes. Likes sind geil, ja. Und es ist eigentlich noch viel mehr. Warte mal, kann ich nicht alle sehen? Hallo? Kann ich nicht? Okay, schade. Ja, es sind auf jeden Fall noch sehr viel mehr Antworten. Digga. Und ja, ich würde sagen, ich beende das Ganze jetzt hier relativ professionell aus meiner Ecke heraus, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so einen kleinen Einblick. Scheiße, Alter, war ich ein Opfer? Fuck, Mann. Einblick in mein erstes Zimmer zu erhalten und einfach mal zu schauen, so, der gute junge Mann jetzt. Lasst auf jeden Fall ein Like von Tobias da, wenn ihr ist so peinlich, Mann, ist so peinlich. One Piece Sachen. Codes habe ich auf jeden Fall, 15% sind das, glaube ich, keine Ahnung. Wenn ihr die haben wollt, lasst auf jeden Fall da mal einen Kommentar da, dann kann ich die vielleicht einfach mal in die Kommentare an euch zurückschreiben. Genau, wenn ihr das wollt, schreibt, ich will einen Code, dann gibt es einen Code. Warum bewegst du dich da so schwul? Ich habe keine Ahnung. Fertig, machen wir so. Und, Mann, also, Alter! Das ist ziemlich cool, dann steht auch mal Longboard-Eck, das habe ich noch gar nicht gezeigt, das können wir doch ganz kurz mal. Ja, zeig dir mal ein Longboard, das wollen sicherlich alle sehen, du Affe. Präsentieren, aber das kennen die ja schon, ne? Das gute Stück besteht jetzt hier noch einmal, wir verlassen in der Ecke, wird aber auf jeden Fall noch gut genutzt werden. Ich habe jetzt hier gut 8 oder 7 Minuten rumgelabert, ich glaube, das reicht. Und ich würde sagen, mit einem freundlichen Tiddy, ihr blöden Wichser, verabschiede ich mich auf seiner neuen Wohnung und bedanke mich. Bei euch allen, dass ihr das alles für mich so möglich macht. Vielen Dank, meine Freunde. Haut rein. Tschüss.